In diesem Haus in der Karthäuser Straße 5a lebte einst Kurt Finkenstein, der während der NS-Zeit verhaftet und 1944 im Konzentrationslager Auschwitz getötet wurde. Hier und an 7 weiteren öffentlichen Plätzen erinnern jetzt Stolpersteine an NS-Opfer. Neben Mitgliedern des Vereins Stolpersteine in Kassel und dem Oberbürgermeister Bertram Hilgen erschienen trotz eisiger Kälte auch zahlreiche Bürger, um die Verlegung dieser kleinen Gedenktafeln zu verfolgen. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist, sagt Gunther Demnig, der Initiator dieses Projekts. Er möchte mit der Aktion Stolpersteine an Opfer der NS-Zeit erinnern, indem er mit seinen Steinen auf den einstigen Wohnort der Menschen hinweist. Im Frühjahr 2012 wurden die ersten Steine in Kassel verlegt. Am heutigen Tag folgten 11 weitere. Die 10 x 10 cm großen Steine tragen auf der Oberseite ein Messingschild mit dem Namen des Opfers, seinem Geburts- und Todestag und einer Schicksalsangabe. Es währt ja nun beinahe schon ein Volljahrzehnt, dass sich dies Herz nach Freiheit, Licht und Liebe sehnt. Der Verein Stolpersteine in Kassel unterstütze Demnigs Idee, auf diese Weise dem Vergessen dieser Zeit entgegenzuwirken.